ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nachdem wir ja letzte Woche einen kleinen, aber feinen DM-Haul hatten, was ja sehr lange nicht mehr der Fall war, ist mir auch mal aufgegangen, dass wir super lange auch keine Monatsfavoriten mehr hatten. Deswegen heute dieses Video. Es geht um, ja, nicht nur Favoriten aus dem letzten Monat, aber so aus der letzten Zeit von mir und auch von meinem zweijährigen Sohn. Das sind bei meinem Sohn halt hauptsächlich Tonis und Bücher und CDs. Das stelle ich euch gleich alles nochmal genauer vor. Aber ich würde sagen, wir legen los mit den Sachen, die ich im Moment besonders gerne habe und machen die Kindersachen dann danach. Das erste habt ihr auch schon im DM-Haul gesehen und zwar ist das diese Foundation von Catrice, die True Skin Hydrating Foundation. Die finde ich richtig, richtig gut. Ich habe super lange, muss ich dazu sagen, also wirklich sehr, sehr lange kein Make-up mehr gekauft, weil ich auch ja, sehr lange kein richtiges Make-up mehr getragen habe oder nur zu besonderen Gelegenheiten. Und deswegen hat meine andere halt super lang gehalten. Und es war jetzt aber auch mal wieder an der Zeit, weil sowas hält ja jetzt auch nicht ewig. Ich habe dann zu dieser hier gegriffen, weil ich da viel Gutes drüber gehört habe und ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde die total angenehm auf der Haut und es reicht halt wirklich ein kleiner, relativ kleiner Tropfen, sodass man nicht so cakey aussieht, aber die ist halt trotzdem richtig schön deckend. Also ich mag die echt richtig gut, kann die gut empfehlen. Ich finde, die macht ein sehr schönes Hautbild und deckt halt dabei auch ganz gut, ohne halt cakey auszusehen. Deswegen, ja, das ist ein absoluter Favorit von mir und ich bin sehr, sehr happy damit. Ein weiteres Beauty-Produkt, das ich für mich entdeckt habe, es wurde mir halt von meinem Friseur empfohlen, weil ich ja seit Anfang des Jahres, ich habe so diese Curly Girl-Methode gemacht, ich wusste bis Anfang des Jahres gar nicht, dass ich wirklich richtige Locken habe. Ich dachte halt immer, ich habe so, ja, so Wellen halt. Und habe halt dann Anfang des Jahres gedacht, okay, ich probiere das mal aus und irgendwie, ich war schon immer unzufrieden mit meinen Haaren und ich bin auch jetzt immer noch nicht zu 100% zufrieden mit meinen Haaren. Es gibt halt Tage, da sehen die auch mit den Locken einfach total bescheuert aus. Heute habe ich es mir jetzt zugemacht, weil mich die Haare einfach ein bisschen gestört haben. Aber sonst trage ich sie im Moment sehr viel lockig und offen. Ja, das war jetzt ein bisschen Vorgeplänkel, aber was mir halt von meinem Friseur empfohlen wurde, das ist die Curly Q Cream von Maria Nila, heißt die Marke. Genau. Und die mache ich mir nach der Wäsche ins noch nasse Haar rein, knete die halt so von unten nach oben so ein bisschen ein und damit sehen die Locken halt nochmal viel, viel schöner aus. Die riecht vor allem auch. Die riecht richtig lecker. Die ist richtig, richtig lecker. Die hat ihren Preis. Ich habe dafür 25 Euro bezahlt. Das mache ich normalerweise halt auch nicht. Aber sie wurde mir halt empfohlen. Er hat mir, also mein Friseur hat mir die halt nach dem letzten Schnitt halt reingemacht. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, das funktioniert richtig gut mit meinen Haaren. Weil, also ich gucke, dass ich nicht zu viel reinmache. Also es reicht halt wirklich, wenn nur die Fingerspitzen bei mir so ein bisschen benetzt sind. Dadurch, ja, halten die Locken halt, behalten einfach ihre Form und hängen sich nicht so aus. Wenn ihr mehr zur Curly Girl Methode erfahren wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Da habe ich ein Highlight Curly Girl Methode, als ich damit so angefangen habe und wie sich so im Laufe der Zeit so meine Routine geändert hat. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich da auch nicht mehr so streng bin. Ich habe keine Ahnung, ob euch Curly Girl Methode was sagt. Aber wie gesagt, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann schaut da bei Instagram im Highlight gerne mal vorbei. Ich habe eine Sache für mich wiederentdeckt aus meiner Kindheit. Und ich habe jetzt leider nur eine angebrochene Packung hier, aber kennt ihr die? Haferklecks von Kölnflocken. Haferklecks Honig. Boah, so lecker. Ich esse die so gerne im Moment. Ich habe die irgendwie total spontan im Rewe mitgenommen, weil ich da was anderes besorgen musste. Und dann stand ich davor und habe gedacht, okay, komm, gönnst du dir jetzt. Und habe mir die mitgenommen. Und die einfach nur gemischt mit Haferflocken. So lecker. Das reicht total aus. Da brauche ich überhaupt nichts anderes mehr drin. Auch kein Obst oder sowas. Das ist einfach für mich total Kindheit. Und ich, im Moment könnte ich die essen ohne Ende. Ich esse die auch ganz gerne einfach so. Wie gesagt, ich esse das im Moment eigentlich täglich. Also jeden Morgen zum Frühstück diese Haferklecks mit Haferflocken. Super lecker. Dann habe ich zwei Serien geschaut, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Deswegen wollte ich die auch noch mit ins Video nehmen. Und zwar die erste ist Casual, heißt sie. Und ich glaube, sie ist bei Amazon Prime. Und als allererstes mag ich, dass diese Serie abgeschlossen ist, meines Wissens nach. Ich glaube, es sind 4 Staffeln.
Aber danach ist die Serie, glaube ich, auch tatsächlich zu Ende. Und ich finde, das ist ja immer schwierig, sowas zu finden, weil meistens fängt man eine Serie an und dann gibt es da nur eine Staffel von oder so. Und dann hängt man wieder da und muss sich wieder was Neues suchen. Und dann hat man 4 Staffeln und danach ist die Serie auch wirklich abgeschlossen. Es geht hier um ein Geschwisterpaar, die ja beide so Mitte, Ende der 30er sind. Und sie, also es geht halt um Bruder, Schwester und sie ist halt frisch getrennt von ihrem Ehemann und zieht mit ihrer Tochter bei ihrem Bruder im Haus ein. Der Bruder ist halt total der Lebemann und ist Miterfinder einer Online-Dating-Plattform und nutzt halt diese Dating-Plattform, um ja halt in der Gegend rumzudaten und in der Gegend halt rumzuschlafen, ehrlich gesagt. Ja, die beiden haben aber doch irgendwie so eine ganz komische Beziehung. Also sie sind halt super abhängig voneinander. Und das birgt natürlich auch, ja, hat halt natürlich auch so seine Tücken. Aber ich fand diese Serie echt witzig, muss ich sagen. Ich habe die super gerne geguckt. Ich war manchmal von einer der Protagonistinnen, von der Schwester, halt echt tierisch genervt. Fand sie einfach nur richtig, richtig doof. Aber das war auch irgendwie so mit das, warum ich die Serie auch ganz gerne mitgeguckt habe, weil man sich halt so da reinsteigert, also man fühlt da halt so richtig mit. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und die zweite Serie, die fand ich richtig, richtig gut, heißt Loaded. Ich meine, es ist eine Netflix-Serie und es geht hier um, ich glaube, es sind 4. Es sind 4 Freunde noch aus Jugendzeiten, die plötzlich von einem Tag auf den anderen halt richtig, richtig viel Kohle haben. Denn sie haben eine App entwickelt, ein Spiel. Und dieses Spiel haben sie dann verkauft. Und sie sind danach halt, also Multimillionäre, sind richtig, richtig reich. Und es geht halt darum, wie halt diese 4 Kumpels irgendwie damit zurechtkommen müssen, dass sie halt auf einmal richtig viel Geld haben. Und dass sie jetzt halt auch nicht mehr ihre eigenen Chefs sind, sondern weil sie ihr Unternehmen ja verkauft haben, haben sie jetzt halt eine neue Chefin, die halt auch echt nicht leicht ist. Und das war so eine Serie, es ist halt eine britische Serie und es ist halt so dieser britische Humor und ich fand es einfach richtig, richtig unterhaltsam. Also ich habe richtig Spaß mit dieser Serie gehabt. Ich meine, es gibt 2 Staffeln. Und ich weiß nicht, ob die komplett abgeschlossen ist, aber es gibt halt sozusagen ein Ende am Ende der Staffel. Also es könnte sein, dass die Serie damit komplett abgeschlossen ist. Es könnte aber auch sein, dass es halt nochmal weitergeht. Aber die kann ich zu 100% empfehlen, wenn ihr auch so diesen britischen Humor mögt. Loaded. Richtig, richtig gut. Definitiv zu empfehlen. Dann kommen wir zu den Lieblingssachen von meinem Sohn im Moment. Das sind hauptsächlich Bücher und Sachen zum Hören. Und zwar einmal, ihr habt ihn im letzten Video auch schon gesehen, also generell Feuerwehrmann Sam ist bei Mino ganz, ganz hoch im Kurs. Er liebt das. Und deswegen war es auch nur klar, dass der Feuerwehrmann Sam Toni der absolute Hit bei ihm wird und er möchte den auch nur hören. Also wenn ich ihn frage, so möchtest du was hören, möchtest du dir was anmachen, dann kommt halt meistens immer Tütertamann, damit meint er halt den Feuerwehrmann Sam. Den findet er richtig, richtig gut. Und es ist mittlerweile auch so weit, dass er halt auch ständig irgendwie spielt, dass halt der Feuerwehrmann kommen muss, weil irgendwie ein Feuer ist oder so. Da weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Feuerwehrmann Sam schon war, weil er dann halt auch immer einfach plötzlich ankommt und sagt, Boden heiß und ganz schön aus dem Zimmer rennt, weil ja, er denkt, der Boden ist heiß, der Boden brennt oder so. Ich weiß es nicht. Kann aber auch sein, dass sie in der Kita irgendwie der Boden ist Lava oder sowas gespielt haben. Vielleicht rührt das auch daher. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Feuerwehrmann Sam Toni ist absoluter Liebling im Moment. Und das zweite, was er im Moment total gerne hört, ist eine bestimmte Lieder-CD. Und zwar heißt die Laute Lieder, Leise Lieder. Ich hatte die aus der Bibliothek ausgeliehen und ich fand diese Lieder halt auch so cool und Mino auch, dass ich halt diese CD gekauft habe und ihm das auf dem Kreativ-Toni gespielt habe. Und das ist halt eine Liedersammlung mit Kinderliedern, die aber nicht so diese typischen Kinderlieder sind, wie jetzt, keine Ahnung, Aramsamsam und die Räder vom Bus und was es da nicht alles gibt, sondern das sind echt ganz coole, witzige Lieder einfach dabei. Und die hört er total gerne. Auch da ist nämlich so ein lustiges Feuerwehrlied halt dabei, dass ein Junge mit dem Kopf, ich glaube, irgendwie in einem Gitter irgendwie den Kopf zwischen 2 Gitter gesteckt hat und da drin feststeckt und die Feuerwehr kommt aber nicht, um ihm zu helfen und so. Das ist echt ganz witzig. Und also wie gesagt, das hört er total gerne. Da möchte er halt auch immer diesen, also
Im Moment wechselt es halt immer zwischen zwei Tonis. Einmal zwischen dem Feuerwehrmann Sam und halt diesem Kreativ-Toni, wo ich ihm diese Musik drauf gespielt habe. Und ich muss sagen, ich finde es halt wirklich schwierig, irgendwie schöne oder coole Kindermusik zu finden. Weil ich kann halt dieses typische, ein Männlein steht im Walde und was es da nicht alles gibt. Ich kann das nicht mehr hören und ich finde das halt auch irgendwie nicht mehr so, ja, zeitgemäß jetzt nicht, aber ich hätte halt gerne irgendwie was Lustigeres und da ist das halt genau das Richtige, wie ich finde. Dann habe ich hier zwei Bücher und bei dem einen bin ich wirklich, also nicht überrascht, aber wie das Buch eingeschlagen ist, finde ich schon krass. Also das muss mit abends ins Bett, dieses Buch. Und es ist ein Bibliotheksbuch, das ist halt ein kleines Problem. Deswegen denke ich, werden wir das nämlich auch kaufen müssen. Und zwar ist das Wo ist Mami von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Ich habe das auch in meinem einem meiner letzten Vlogs auch schon mal kurz vorgestellt. Es geht hier um ein Affen, der seine Mami sucht und er bekommt halt Hilfe von einem Schmetterling und der Schmetterling sagt immer, ich weiß, wer deine Mami ist, aber letztendlich ist es nicht die Mami. Ich frage ihn halt abends immer so, welche Geschichte möchtest du hören oder soll ich dir vorlesen, weil ich ihm halt jeden Abend, wenn er im Bett liegt, noch eine Geschichte vorlese. Und im Moment ist es halt immer die mit dem Affen, beziehungsweise auch noch eine andere mit dem Affen. Die mag er auch ganz gerne, aber das hier, das ist halt der absolute Renner. Und er möchte, das hat er vorher halt auch nie gehabt, wenn ich die Geschichte zu Ende gelesen habe, möchte er das Buch auch immer noch mal in die Hand haben, während er im Bett sitzt und guckt sich halt die Bilder an. Und das Witzigste dabei ist, es ist halt immer so, weil der Schmetterling bringt ihn dann ja zu seiner, also zu der Mami vom Affen, die ja dann aber nicht die Mami ist. Zum Beispiel hier ist es dann der Elefant und dann sagt der Affe halt immer, nein, nein, das ist ein Elefant. Und dann sitzt er in seinem Bett und blättert die Seiten und sagt dann auch immer, nein, nein, und dann halt je nachdem, was für ein Tier das ist. Und das finde ich so witzig, dass er sich das selber aus seiner Erinnerung halt vorliest und das haben wir so bei einem Buch noch nie gehabt. Deswegen, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Habe ich schon mal gesagt, sowieso die Bücher von den beiden sind ganz, ganz toll. Aber dieses Wo ist Mami? Also das, so einen großen Erfolg bei einem Buch hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und das Zweite, so im Prinzip habe ich das auch schon mal ganz kurz so ein bisschen angerissen. Und zwar ist das halt so ein Mitmachbuch. Und das ist dieses hier, Auf und zu, das kann ich schon. Da hatte ich euch die Mädchenversion, nenne ich es mal, in die Kamera gehalten, als wir das ausgeliehen hatten aus der Bib. Und auch das mochte er so gerne, dass ich es gekauft habe. Das ist halt das Problem, ne, mit der Bib. Wenn man irgendwie was findet, was das Kind total toll findet, dann wird man halt dazu verleitet, das halt auch zu kaufen, weil, naja, jedenfalls, wir haben ihm das dann auch gekauft. Und das ist halt ganz cool, weil er hier halt üben kann, halt einen Reißverschluss aufzumachen oder Druckknöpfe, ein Klettverschluss ist hier drin, eine Schnalle. Und da ist er halt auch echt immer ganz gut mit beschäftigt. Problem ist halt, also in Anführungszeichen Problem ist, dass er die Sachen halt aufmachen kann, aber nur nicht zumachen kann. Das heißt, man sitzt dann halt immer wieder da und muss ihm das immer wieder dann zumachen, damit das wieder von neuem aufmachen kann. Aber das ist halt im Moment so ein bisschen unser Joker auf dem Wickeltisch. Wenn er sich nicht wickeln lassen möchte, dann gebe ich ihm das in die Hand und dann ist er auch damit erstmal ganz gut beschäftigt. Was ihn da halt überhaupt nicht interessiert, ist halt der Text und ja, die Bilder jetzt auch nicht so wirklich, sondern es geht ihm halt wirklich nur um das Auf- und Zumachen. Also das halt auch irgendwie als Tipp, wenn ihr jetzt da kein extra Buch für kaufen wollt oder so, dann kann man ja einen Reißverschluss oder die Druckknöpfe oder so auch so irgendwie besorgen und irgendwo dran befestigen. Aber ich finde es so, ganz ehrlich, ich finde es mit am einfachsten in dem Buch. Also das auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Und das Letzte, das ist nichts, was ich in die Kamera halten kann, aber was Mino im Moment absolut liebt, ist selber Nudeln zu machen mit seinem Papa zusammen. Also das ist so eine gemeinsame Aktivität von den beiden. Und Mino fragt halt wirklich fast täglich, ob die zwei zusammen Nudeln selber machen können. Er hat da so einen Spaß dran, halt erstmal die Küchenmaschine zu bedienen. Er darf halt auch immer dann das Mehl in den Teig machen und so. Und er liebt das. Also er liebt das total zu helfen in der Küche. Und dann halt hinterher die Kurbel zu drehen an der Nudelmaschine und so. Und die Teigplatten halt da oben rein zu machen und so. Er liebt das. Also das ist halt eine super Kinderbeschäftigung. Und man hat hinterher halt auch echt was super Leckeres. Also das kann ich halt auch empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Nudelmaschine habt oder so. Probiert das mal, macht sowas mal mit euren Kleinen. Da haben die garantiert riesen Spaß dran. Also Mino, wie gesagt, der fragt fast täglich danach. Und auch immer, das ist im Moment halt auch so ein bisschen unser Joker,
immer wenn er halt nicht besonders gut drauf ist und der Papa halt zu Hause ist, dann sagt er halt immer, sollen wir Nudeln machen, und dann machen die zwei Nudeln zusammen. Und wie gesagt, Kinderbeschäftigung, Mino hat Spaß und man hat hinterher was Leckeres zu essen. Also kann ich auch sehr empfehlen. Das war's mit den Favoriten der letzten Zeit. Wenn ihr regelmäßig so ein Video sehen möchtet, was so meine Favoriten und Minos Favoriten sind, dann schreibt mir das oder lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Vlog wiedersehen im Laufe der Woche und nächste Woche Dienstag zum neuen Themenvideo. Bis dann! Tschüss!